Sheila ist Shortsellerin. Shortselling ist so ziemlich das Riskanteste, was man an der Börse machen kann. Ihr müsst euch das ungefähr so vorstellen. Sie wettet Geld auf einen Misserfolg, mit dem niemand rechnet. Zum Beispiel, dass Deutschland gegen England im Fußball verliert. Aber wenn es dann doch passiert, wird sie sehr reich. Je unwahrscheinlicher das Ereignis, desto höher die Gewinnquote. Dieser Mann hier hat im Januar 1986 zum Beispiel darauf gewettet, dass die Challenger weniger als 2 Minuten nach dem Start explodiert und alle Astronauten sterben. Das ist vielleicht nicht ganz moralisch, aber dafür gehört ihm jetzt die Insel neben der von Jeffrey Epstein. Also kann er immer noch auf jemanden runtergucken.